In der Sommschlacht ist er in einem Granattrichter gelegen, im März, der war voll Wasser. Man ist oben am Rand gelegen, geduckt, dass man keine Granatsplitter in den Kopf bekommen hat. Im Schlaf ist es schon mal passiert, dass man runtergerollt ist und mit den Stiefeln ins Wasser, sodass die oft morgens eingefroren waren. Es war eine schlechte Zeit damals. Und von damals her hat er schon immer was gespürt in den Beinen. Nicht so schlimm wie jetzt natürlich. Den Stock braucht er erst seit anderthalb Jahren. Der Arzt sagt, es kann auch von vielen Arbeiten sein. Man sagt bei uns, geschafft muss werden. Unser einer ist zum Schaffen da. Manchmal hat es den Anschein, als ob der Bauer Geld genug hat. Wenn man so aufs Dorf kommt vielleicht und sieht es, denkt man, da ist Geld in Hülle und Fülle. Aber da heißt auch, der Schein trügt. Die Maschine, die kostet ein heillos Geld. Für die Maschine muss der Bauer den heutigen Preis zahlen. Also da ist die hohe Löhne von den Metallarbeitern und die Kosten für Material, Eisen und alles drin. Also die hohe Preise muss der Bauer bezahlen, aber für sein Erzeugnis kriegt er die Preise von vor 10 Jahren. Das steht in keinem Verhältnis. Und zudem, das Geld für die Maschine, das muss sauer verdient werden. Das wird manchmal vom Mund abgespart. Also, in vielen Betrieben regelrecht vom Mund abgespart. Und bei mir war es folgendes, mein altes Haus, das war schon so, dass man es, dass es nicht gelohnt hat zum Richten. Also ich stand auf der Wahl, entweder aussiedeln oder in Geschäft gehen, also andere Arbeit aufnehmen. Aber neu ist mir es gelungen, dass ich an hier können aussiedeln und ich bin zufrieden. Also ich habe einen schönen Platz und bin sehr zufrieden mit den Aussiedeln. Nun fängt es ja so, wir sind halt auch bloß zu zweit mit der Arbeit. Und jetzt durch die Aussiedlung brauchen wir auch weiter Feld. Und fällt es halt auch wieder an die Maschine. Nicht? Da muss man wieder Maschine anschaffen. Und weiter Vieh und weiter Zeugs halten. Also mit der Arbeit ist auch nicht leichter momentan. Aber ich hoffe, dass nach und nach, dass es besser wird und dass man sich wieder Maschinen anschaffen kann und dass die Arbeit besser läuft. Im Jahr 1952 wurde ein Neubau des Betriebsgebäudes der Molkerei in Betrieb genommen, welches nach neuzeitlichen Gesichtspunkten erstellt, mit modernen Maschinen ausgestattet wurde. Die tägliche Milchanlieferung ist zurzeit nach dem jährlichen Durchschnitt 2282 Kilogramm. Im Jahr 1955 waren es 1489 Kilogramm.
Ein Zeichen der Leistungssteigerung bei abnehmender Milchanlieferzahl. Der Bauer wird natürlich trotzdem, hält natürlich trotzdem an seinem Beruf fest. Der angestammte Bauer, der gibt das nicht so leicht auf. Man ist halt sein freier Herr. Da pfeift niemand. Da schellt es auch nicht. Und das ist das Schöne. Aber ob das in Zukunft so bleiben wird, das weiß man nicht. Über den Bauerstand, da steht schwarze und graue Wolke. Da weiß noch niemand, was in der Zukunft wird. Und das lastet schwer. Pendler 55, Einpendler 15. Gestern war es arg heiß, da wäre man gern in den Schatten gesessen. Der Nachbar hat zugerufen, setzt euch doch in den Schatten unter die Bäume. Aber sie sagen, was täten die Leute sagen? Was die Leute sagen, das ist egal. Aber es ist nicht egal. In der Stadt können die alten Leute aufs Bänkle sitzen. In so einem Dorf kennt jeder jede Familie ihre guten Seiten und Fehler. Hier sieht man halt alles. Zurzeit wird ein Feuerlöschwasserbehälter an einem etwa in der Mitte des Dorfes liegenden Platz gebaut. Hier war bis vor 8 Jahren der Dorfweiher, der früher als Viehtränke und Löschteich notwendig war. Das Ganze wird jetzt zu einer schönen Anlage mit Kinderspielplatz umgestaltet. Unser Schulhaus umfasst neben Schule und Lehrdienstwohnung auch das Rathaus, das zurzeit umgebaut wird. Die evangelische Volksschule Oeden-Wallstätten ist eine zweiklassige Landschule. Schuljahr 1 bis 4 ist zur Unterklasse, 5 bis 8 zur Oberklasse zusammengefasst. Der Lehrer hat in vielen Unterrichtsstunden 2 und mehr Abteilungen gleichzeitig zu unterrichten. Vom Schüler wird dabei viel selbstständiges Arbeiten gefordert, ein pädagogischer Vorteil. Leistungsmäßig ist seine Konkurrenz mit ausgebauten 8-klassigen Schulen nur bei erheblicher Mehrarbeit von Lehrern und Schülern möglich.
Vorteilhaft ist es, die Kinder 4 Jahre lang ohne Klassenwechsel führen zu können. Der Lehrer lernt seine Zöglinge dabei recht gut kennen. Während ein Teil entlassen und ein neues Schuljahr aufgenommen wird, bleibt die Klasse als solche mit ihren Traditionen und ihrem pädagogischen Klima erhalten. Die Neuen wachsen ohne besonderes Zutun des Lehrers hinein. Der Landlehrer kennt alle Schüler der Schule, wie auch alle Eltern persönlich. Kontakte zur Bevölkerung habe ich aber auch durch Vereinsarbeit. Ich leite den gemischten Chor. Derartige Engagements, sei es bei Gesang oder Sportvereinen oder als Organist, sind auch heute noch vielfach beinahe Voraussetzung für die Übernahme einer Landlehrerstelle. Dass aber ein breiter Wirkungskreis die Arbeit nicht nur vermehrt, sondern in vieler Hinsicht auch erleichtert, gehört zu meinen guten Erfahrungen. Bezüglich der Herkunft der Schüler haben wir noch eine echte Landschule. Die Mehrzahl der Kinder, zurzeit 53%, stammen aus bäuerlichen Familien. Und diese Struktur wird sich wahrscheinlich nur sehr langsam verändern. Der bäuerliche Schüler muss in seiner Freizeit häufig und teils sogar angestrengt in der Landwirtschaft mitarbeiten. Er hat zum Beispiel auch im Sommer teilweise keine Ferien. Denn unsere Ferienordnung will ja, dass die Landschule dann Urlaub gibt, wenn die Kinder für die Erntearbeiten benötigt werden. Sie gehen verhältnismäßig gerne zur Schule, weil sie hier kindgemäßer arbeiten und spielen dürfen. Dass unter strenger landwirtschaftlicher Beanspruchung aber auch gelegentlich das schulische Weiterkommen leidet, darf nicht verschwiegen werden. Die Eltern, die der Schule durchweg sehr wohlwollend gegenüberstehen, übersehen oft diesen Tatbestand. Schwer fällt mir der Aufsatz, dass gut begabte Kinder, die später den elterlichen Hof nicht übernehmen können, doch häufig keinen anderen Beruf erlernen dürfen, weil der Familienbetrieb sie als Arbeitskraft erfordert. Begabungsreserven sind hier noch vorhanden, die aber nur erschlossen werden können, wenn das ländliche Schulwesen wirklich umgestaltet und wenn die Landwirtschaft in die Lage versetzt wird, auf Kinderarbeit zu verzichten. Die Schule selbst besitzt außer 2 Klassenzimmern keinerlei Nebenräume, nicht einmal ein Lehrmittelzimmer. Wollen wir bei schlechtem Wetter turnen, so muss ein Klassenzimmer rasch ausgeräumt und danach wieder möbliert werden. Das Schulhaus liegt an der Hauptstraße des Dorfes, wie das früheren Idealvorstellungen entsprach. Inzwischen ist aber die Zeit der vielgerühmten ländlichen Stille zu Ende gegangen. Und wir können auch an heißesten Sommertagen während des Unterrichts kein Fenster offen halten. Obgleich wir dank der schulfreundlichen Einstellung der Gemeinde mit Lehrmitteln verhältnismäßig gut ausgerüstet sind, muss doch an einen Neubau gedacht werden. Mit unseren Nachbargemeinden zusammen steht eine ausgebaute ländliche Zentralschule in Aussicht, die erste dieser Art im Kreis Münsingen. Ein Schritt vorwärts zum Wohle der Landbevölkerung. Die Trikotagefabrik ist ursprünglich von der Gemeinde gebaut worden. Später hat sie dann der Herr Stotz gekauft und erweitert. Heute machen die Radio- und Fernsehhüllen zum Verpacken. Da arbeiten auch viele Mädchen, die ihre Aussteuer verdienen wollen. Die können sich ganz schön was anschaffen von dem Geld. Wenn es schlimm wird, bei der Kartoffelernte zum Beispiel, bleiben sie zu Hause und helfen. Der Stundenlohn ist 2,30 Mark. Bei Stücklohn kommen manche auf über 3 Mark. Der Stutz hat in Württingen noch einen gleichen Betrieb und eine Beteiligung an einer Furnierfabrik. Der hat Geld mehr als genug. Man sagt, dass der mehr Geld hat, der andere für sich arbeiten lässt. Sie heißt Irene Rauscher und ist 24 Jahre alt. Sie arbeitet schon 6 Jahre beim Stutz. Die Brauerei hatte 1963 ihr 200-jähriges Bestehen gefeiert und ist seither im Familienbesitz der Familie Speidel. 1958 wurde das Sudhaus neu umgebaut und 1963 im Jubiläumsjahr eine neue Flaschenfüllerei eingerichtet mit einer Leistung von 4.000 bis 6.000 Flaschen pro Stunde.
heißt Alfred Rauscher, ist 38 Jahre und hat einen Stundenlohn von 3,50 Mark. Er ist ledig und wohnt bei seinem Bruder, der eine Landwirtschaft umtreibt. Manchmal hilft er auch damit. Heute schlafen die Bauern bis 5, 6 Uhr. Früher ist man oft schon um 3 Uhr aufs Feld zum Heuen. Aber es ist trotzdem besser gewesen. Da haben alle gleich viel gehabt und gleich viel schaffen müssen. Die sind auch nicht glücklicher, die andauernd mehr haben wollen. Am 8. Juli kam ich zur Diphtherieschutzimpfung nach Oedenwaldstätten. Es wurden alle Kinder vom Jahrgang 1961 mit einer Einspritzung gegen Diphtherie und Tetanus geimpft, die in 4 Wochen wiederholt wird. Die Kinder vom Jahrgang 1958 bekommen nur eine einmalige Einspritzung gegen Diphtherie. Die Impfung gegen Diphtherie hat bisher einen sehr guten Erfolg. Seit ihrer Einführung sind keine Diphtheriefälle mehr bekannt geworden. Seit einigen Jahren wurde sie auch mit einer Impfung gegen Wundstarrkrampf kombiniert. Das Gemeindebackhaus hat man, seit man denken kann. Die Gemeinde hat einen Backmeister anstellen wollen, aber da haben die Weiber nicht mitgetan. Um 8 Uhr morgens wird ausgelost, wann man drankommt und an welchem Ofen. In der Nachbargemeinde hat man das Backhaus neu gebaut und mit elektrischen Öfen, aber die meisten sagen, das Brot vom Holzbackofen schmeckt besser. Das Gemeindewaschhaus hat man erst seit ein paar Jahren. Da lassen auch viele von auswärts ihr Sach waschen. Uri!
Ich bin 57 aus der Gefangenschaft aus Ägypten zurückgekommen. Und dann habe ich zuerst Teigwarengeschäft angefangen. Bei Nacht Nudeln gemacht und bei Tag Landwirtschaft umtrieben. 57 habe ich mich entschlossen, dass wir noch einmal ein zweites Geschäft anfangen, und zwar die Frittierweiberei. Und da habe ich 57 im Dezember mit dem ersten Webstuhl begonnen und heute sind es 14 Webstühle. Arbeitet und heute 25 Leute und 6 Heimarbeiterinnen. Darunter sind 4 Jugoslawien-Mädchen. Das ist Mara Jakovlevich aus Osijek. Die ist seit letztem Dezember in Deutschland und verdient in der Stunde 2,50 Mark. Haben wir mit der Geflügelhaltung angefangen und letztes Jahr haben wir den großen Stall gebaut. Der Grund dafür ist, weil die Landwirtschaft reicht allein nicht aus und da wollten wir so auf die Hinterhaltung uns spezialisieren. Aber die Eierpreise, die sind zum Teil, vor allem in diesem Jahr, sind die sehr schlecht. Es sind kaum die Erzeugerkosten gedeckt. Und man hat schon seine Sorgen. Vor 40 Jahren hat man die Frucht noch mit dem Habergeschirr gemäht. Das ging mit Schwung und man musste viel Fertigkeit dabei haben. Die Jungen haben es erst lernen müssen. Früher ist der Hafer nur halb so hoch geworden ohne den Kunstdünger. Auch der Körnerertrag ist heute größer. Da hat man oft gelacht, die Frucht rutscht einem durchs Geschirr durch. Nach dem Zusammenbruch des Krieges sind einige Männer wieder hergekommen und haben den Sportverein wieder gegründet. 1952 haben wir auch wieder eine Schützenabteilung dazugegliedert. Wir sind rund 70 Mitglieder und von dieser Mitgliederzahl werden etwa 30 Jugendliche sein. Leider ist es aber so mit den Jugendlichen heute, dass man sie nicht mehr so zum Schießen heranbringen kann. Vielleicht aus Gründen, die wir Älteren nicht mehr verstehen, aber die Jugend hat heute den Drang nach auswärts. Aber wir haben auch feststellen können, durch eine Führung der älteren Mitglieder, dass dann die Jugend auch bereit ist, mitzumachen. Manchmal ist in Münzingen drüben Viehmarkt, aber heute ist das nichts Rechtes mehr. Früher waren die Juden aus Buttenhausen die Viehhändler. Da ist der Handel gelaufen, da ist gekauft und verkauft worden. Die haben das Vieh bis ins Rheinland nach Frankfurt und Mannheim und überall hingeschafft. Einer hat oft 15, 20 Stück Vieh auf einem Markt gekauft. Damals wurde das Vieh zum Bahnhof getrieben, ohne Autos, oder es wurde gleich an einen anderen Bauern weiterverkauft. Die Juden haben in Buttenhausen Kaufläden gehabt und eine Zigarrenfabrik. Da waren auch ganz arme Kerle, die sich von ihren Glaubensgenossen haben unterstützen lassen müssen.
Verschiedene, die es frühzeitig gemerkt haben und das Geld hatten oder ihre Verwandten drüben, sind nach USA. Von denen ist keiner zurückgekommen. Die Synagoge ist abgebrannt worden in der Kristallnacht. Die da geblieben sind, wurden alle umgebracht. Die Christen in Buttenhausen haben sich mit den Juden gut vertragen. Da sagt mancher, die Juden seien ihm lieber gewesen wie die Christen. Damals hat keiner was sagen dürfen. Die hätten einen selber gleich abtransportiert nach Dachau. Tut man nur am Samstag, damit es am Sonntag sauber aussieht. Ein französischer Soldat, der im Dorf einquartiert war, hat die Tafeln mit den Namen der Gefallenen gesehen und dass es so viele sind von dem Dorf. Er hat gesagt, warum so viele junge Menschen? Warum? Er hat halt sagen wollen, dass alles umsonst gewesen sei. Dabei hat er fast geweint. Sie hatten einen Spieß, der war ein 150-prozentiger. Beim Rückzug 1945, wie die Russen schon in Deutschland waren, hat er zur Kompanie gesagt, Kameraden, wir lassen die Dinge einfach auf uns zukommen. Dann hat er sich aus dem Staub gemacht. Bei dem Neubau des Herrn Fritz Brumm, der als erster in unsere Baulinie gebaut hat, habe ich als ortsansässiger Zimmermeister die Zimmerarbeiten ausgeführt. Und nun folgt der Richtspruch, der sonst allgemein gehalten wird beim Richtfest eines Neubaus. Hier aufgerichtet steht ein schöner Neubau, wie ihr seht. Er grüßet weit ins Land hinein und wer ihn sieht, der wird sich freuen. Den Zimmermann bewegt Freude, wenn er ein stattliches Gebäude errichtet hat, das Menschen schirmt, wenn Regen strömt, der Nordwind stürmt. Wo Mann und Weib im Heim geborgen, in Liebe füreinander sorgen und Kinder, die ihrem Glück erblühen, zu gutem Menschentum erziehen. Solch Los in stillem Frieden, dem lieben Bauherrn sei beschieden, in Frohmut und Zufriedenheit wohne er im Haus auf Lebenszeit. Auch bleiben soll's zu seinem Ruhm, der Söhn und Enkel Eigentum. Und wer's besitzt von seinen Erben, mag gleiches Glück darin erwerben. Dies ist der Wunsch, dem ich heut am Ziel der Arbeit hoch erfreut. Im frohgeschmückten Dachstuhl stehe, voll Zuversicht in luftiger Höhe. Nehme ich nach alter Handwerkssitte das volle Glas zur Hand und bitte, geziemend all, die freundlich hier am Bau versammelt sind, sich mit mir im hellen Rufe zu vereinen, es lebe der Bauherr und die Seinen. Hoch, hoch, hoch!
Die Kirche hat allmählich arg baufällig ausgesehen. Die ist schon 700 Jahre alt, jetzt ist sie renoviert. Die ganzen Sachen von früher und den Krieg, das hat man fast alles vergessen. Es ist immer was Neues gekommen. Was hinter einem ist, ist gemäht.